Alles Lob gebührt Allah. Was ist der Unterschied zwischen dem Lob und dem Dank, liebe Geschwister? Wenn man jemandem dankt, dann für etwas Spezielles, was er für einen getan hat. Aber darin liegt noch kein Lob. Das Lob, liebe Geschwister, ist umfassender als dies. Denn das Lob bezieht sich auf die Eigenschaften des Gelobten. Auf die Eigenschaften des Gelobten. Nicht unbedingt auf eine spezielle Wohltat vom Gelobten. Das heißt, der Dank ist im Lob mit drin. Aber das Lob ist größer als der Dank und nicht unbedingt im Dank mit eingeschlossen. Das mögen wir im Herzen tragen, liebe Geschwister, wenn wir Alhamdulillah sagen im Alltag und im Gebet. Denn Alhamdulillah leitet auch die Al-Fatiha ein, wenn man von der Basmala absieht. Auf dass unser Gebet stärker sein möge, liebe Geschwister. Alhamdulillah und nicht Ashukrulillah. Ashukrulillah ist auch richtig, aber Alhamdulillah, Alhamd ist umfassender als dieses. Liebe Geschwister, die Zeit läuft runter und das Universum wird sich ändern, so wie wir es kennen. Aufgrund der authentischen Berichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen wir, dass in wenigen Stunden ein neuer Zustand eintritt. Allah Ta'ala, wie er über den Propheten hat verkünden lassen, sallallahu alaihi wasallam, in diesem neuen Abschnitt lässt er es dem Diener leichter fallen zu bereuen. Und die guten Taten, die darauf aufbauen, werden um ein Vielfaches belohnt in diesem besonderen Monat. In diesem besonderen Monat wird es jeden Tag, jede Nacht Menschen geben, die vom Höllenfeuer befreit werden. Und das Fasten in diesem Monat wird einen von der Hölle entfernen zusätzlich. Und das Fasten, liebe Geschwister, ist laut Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Anlass, ein Grund, warum Allah Ta'ala einem das Paradies schenkt. Und es wird ein Tor geben, liebe Geschwister, was den fastenden Muslimen vorbehalten ist, durch das sie in das Paradies eintreten werden dürfen. Der Fastende, liebe Geschwister, hat täglich ein Bittgebet, was nicht zurückgewiesen wird. Und das Fasten, wie auch der Koran, und das Fasten geht mit dem Koran einher, liebe Geschwister. Der Monat Ramadan besteht aus Fasten und Koran hauptsächlich. Und beide werden am Tag des Gerichts als Fürsprecher für einen auftreten, auf das Allah Ta'ala dies als Anlass nehmen möge, dass er einem vergibt. Und der Fastende, liebe Geschwister, er erzieht sich sogar zwei Freuden an. Eine Freude für das Jenseits, wenn man Allah Ta'ala begegnen darf, als jemand, der als Fastender sein Leben verbracht hat, der den Monat Ramadan ehrte, wie auch die Vorfreude, liebe Geschwister, auf die tägliche Fastenbrechen-Mahlzeit. Diesen zwei Freuden dürfen wir entgegensehen. Und es gibt ein besonderes Versprechen, liebe Geschwister, dass der Fastende, der sich vom Trinken zurückhält, von Allah Ta'ala einen besonderen Trank geschenkt bekommen wird. Von Allah Ta'ala einen besonderen Trank geschenkt bekommen wird. Und der Geruch, der unvermeidbar ist, der aus dem Munde des Fastenden entweicht, der zu reduzieren ist durch gute Mundhygiene, aber der ansonsten nicht komplett zu vermeiden ist, dieser Geruch, liebe Geschwister, ist bei Allah Ta'ala beliebter als Moschus. Subhanallah. Und das Fasten ist ein Schutz, denn durch diese Seelenerziehung, liebe Geschwister, lernen wir auch im Diesseits geschützt zu sein vor den Versuchungen. Und die besten Nächte, die Allah Ta'ala erschaffen hat, und die beste Nacht, die Allah Ta'ala erschaffen hat, liebe Geschwister, befindet sich in diesem kommenden gesegneten Monat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und damit noch nicht genug, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. Dass wenn der Monat Ramadan eintritt,
werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore des Höllenfeuers geschlossen. Und die Schayatin, liebe Geschwister, sie werden angekettet. Eine weitere Überlieferung von Imam An-Nasa'i spricht davon, وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ, dass die größeren, die schwerwiegenderen, die rebellischeren der Schayatin gefesselt werden, eingesperrt werden. Was bedeutet das alles für uns, liebe Geschwister? Dies ist eine wertvolle, besondere Zeit, die wir unseren Seelen hochschätzen mögen. Wir mögen uns freimachen von der Dunya, so gut es geht, damit wir diese kostbare Zeit nicht verschwenden, liebe Geschwister. Und das Zurückziehen in der Moschee, liebe Geschwister, das sich zurückziehen in der Moschee, ist eine Tat, die nicht nur auf die letzten 10 Tage begrenzt ist, sondern etwas, das man das ganze Jahr über, liebe Geschwister, zu tun auch hat. Und das ist auch nicht beschränkt auf eine vollständige Nacht, beziehungsweise ein vollständiger Tag mit der dazugehörigen Nacht, sondern dies kann man auch für Momente, für gewisse Zeitspannen auch machen. Das heißt, wir kommen nicht in die Moschee, um wie in einem Café oder in einem Jugendhaus Leute zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten, sondern wir kommen vor allem in die Moschee hinein, um Allah Ta'ala näher zu kommen, liebe Geschwister, und diese wertvolle Zeit in dieser besonderen Beziehung zu Allah Ta'ala zu verbringen. Die Schayatin sind also gefesselt. Was bedeutet das für uns? Warum haben wir trotzdem in den letzten Fastenmonaten immer mal wieder erlebt, dass wir selbst Schlechtes begangen haben oder andere Schlechtes begangen haben, wodurch die Schayatin gefesselt sind? Der Großgelehrte Ibn Hajar, liebe Geschwister, er erklärte diese Hadithe im Zusammenhang mit anderen uns heiligen Texten vom Koran und von der authentischen Sunna. Und er sagte, dass der Einfluss der Schayatin geschwächt ist. Das ist eine Erklärung. Auch im Zusammenhang mit der Überlieferung, dass die rebellischeren, die schwerwiegenderen der Schayatin lediglich gefangen und gefesselt sind. Ja, das heißt, dass der Einfluss insgesamt schwächer wird. Aber selbst wenn man den Hadith so versteht, dass alle Schayatin gefesselt sind, so gibt es andere Gründe für das Übel, liebe Geschwister. Nämlich unsere eigenen Seelen, unsere schlechten Angewohnheiten und auch die Aufstachelungen von den Schayatin unter den Menschen. Ja? Wir suchen ja unsere Zuflucht, liebe Geschwister, gemäß der letzten Sure, vor dem Übel, ja, was von den Dschinnen kommt, wie auch vor dem Übel, was von den Menschen auszugehen vermag. Aber im Endergebnis, liebe Geschwister, bleibt, egal welche der beiden Erklärungen man bevorzugt, im Endergebnis bleibt, dass wir einen stärkeren Fokus auf uns selbst legen können, ja gar müssen. Weil wir nicht mehr diese Ausrede haben können, ja, du weißt, ach, der Scheitan, ja, der Scheitan und die Schayatin und die beeinflussen uns und, ja. Manchmal haben wir diese für uns wohlwollende Erklärung. Alles liegt an den Schayatin, alles liegt immer an den anderen. Ja, ich war es nicht, immer der andere ist schuld. Sondern jetzt haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie reagieren wir im Zustand dessen, dass die Schayatin komplett gefesselt sind, komplett keinen Einfluss haben, beziehungsweise einen signifikant geschwächten Einfluss. Sonst hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon nicht berichtet. Sonst wäre es ja nicht nötig gewesen, sonst wäre es ja kein Gnadenakt von Allah, dass die Schayatin gefesselt sind, wenn es nicht für uns eine Erleichterung bedeutet, zu bereuen und Gutes zu tun und B, ein klarerer Spiegel bedeutet, wo wir eigentlich stehen. Wo wir eigentlich stehen, verhaltenstechnisch. Und zwar, wenn wir losgelöst sind von den Einflüssen von den Schayatin. Es gibt also keine Ausrede. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala gab uns eine Herausforderung mit, dass wir mit dem Übel in unseren Seelen, wovor wir auch bei jeder Freitagspredigt unsere Zuflucht suchen. Ja, wir suchen Zuflucht vor dem Übel unserer selbst, unserer Seelen,
und vor dem Schlechten unserer eigenen Taten. Das ist in jeder Einleitung eines jeden Imam, liebe Geschwister, weltweit, aufbauend auf der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Standard. Wir haben also eine Herausforderung, mit dem Übel in unseren Seelen umzugehen. Und subhanallah, gleich verrate ich euch, wer diese Worte sprach, die Allah Ta'ala im Koran verewigte. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ وَرَحِيمٌ. Diese Person sprach: Ich spreche mich selbst nicht frei. Ich spreche mich selbst nicht frei. Denn das Selbst ist wahrlich ständig und intensiv am Schlechtes befehlen. Wer sagte so etwas, liebe Geschwister? Ein Vorbild für uns oder eine gewöhnliche Person, wie wir alle es sind? Denn die Seele, ich zitiere weiter in der Übersetzung, die Seele befiehlt ständig und intensiv das Schlechte, außer für diejenigen, denen Allah Ta'ala seine Gnade gewährt hat. Und Allah Ta'ala ist vergebend und barmherzig. Dies, liebe Geschwister, sind die Worte von Yusuf alayhi salam, der in der Situation der Prüfung war, dass eine Frau ihn verführen wollte. Subhanallah. Und das sind nicht Worte von jemandem, der sich überschätzt oder der sich reiner als andere hält, sondern subhanallah, dieser edle Gesandte, Yusuf alayhi salam, er sagte, ich spreche mich selbst nicht frei. Und die Seele, sie befiehlt wahrlich, intensiv und ständig das Schlechte. Außer derjenige, dem Allah Ta'ala Gnade erwiesen hat, außer dieser ist verschont. Und es gibt auch Stufen in dieser Verschonung. Das heißt, wir alle müssen mit einer Seele umgehen. Wenn Yusuf a.s. das zugibt, müssen wir das erst recht zugeben. Das ist eine der großen Lektionen. Wenn Yusuf a.s. das zugibt, müssen wir das auch erst recht zugeben. Ja, wir haben etwas in uns, was uns zum Schlechten auch auffordert. Wie gehen wir damit um? Wir nehmen diese Herausforderung der Selbsterziehung an. Und Allah Ta'ala, er lädt uns dazu ein in den Worten: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Aber was denjenigen anbelangt, der den Stand seines Herrn fürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt, der gegen diese Leidenschaften kämpft, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtsort sein. Das heißt, wir sind dazu angehalten, uns das Schlechte zu untersagen. Selbsterziehung. Und womit fängt das an, liebe Geschwister? Mit der Selbsterkenntnis. Man sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und Selbsterkenntnis bedeutet immer, dass man sich selbst zu kritisieren hat. Dass man sich selbst zu tadeln hat. Und Allah Ta'ala erwähnt diesen Zustand der Seele auch im Koran. La uqsimu bi yawmi al-qiyamati wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama. Indem er schwört, nein, beim Tag der Auferstehung. Das ist ein Schwur. Aber nein, er schwört weiter, ich schwöre bei der sich selbst tadelnden Seele. Bei der Seele, die sich selbst kritisiert. Und auch das Kritisieren, liebe Geschwister, ist etwas, was unserer Seele zu eigen ist, aber auch nochmal eine Erziehung bedarf. Weil die geehrten Prophetengefährten, liebe Geschwister, sie sagten, dass es auch die Seele gibt, die sich kritisiert im Negativen. Die sagt, ja, warum hast du denn nicht geklaut? Warum hast du denn nicht diese und jene Gelegenheit zur Sünde wahrgenommen? Ja, sie ist ständig am Kritisieren, aber diese Eigenschaft können wir ins Gute umwandeln und das müssen wir ins Gute umwandeln, um uns gemäß dem Maßstab, den Maßstäben Allahs, offenbart im Koran und in der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
stetig zu kritisieren. Und ohne diese Selbstkritik, liebe Geschwister, finden wir keine Seelenruhe. Diese Welt hier lehrt anderes. Diese Welt hier sagt, das schlechte Gewissen ist eine schlechte Angelegenheit. Und all diese ganzen Schuldgefühle sind anerzogen von der Gesellschaft. Und man möge seine Gelüste frei ausleben und sich von diesen moralischen Maßstäben befreien, denn ansonsten wird man ein unglücklicher, voller Komplexe, erfüllter Mensch werden. Das ist das, was als Philosophie in dieser Gesellschaft unter anderem anzutreffen ist. Aber die Wahrheit, liebe Geschwister, die steht im Mushaf geschrieben. Die ist im Koran verewigt. Nämlich keine Seelenberuhigung ohne vorherigen Seelentadel. Und Allah Ta'ala erwähnt auch die beruhigte Seele. Das sind diese drei Zustände. Die Seele, die zum Schlechten auffordert, wie wir aus Surat Yusuf gerade vorgetragen haben, aus dem Munde Yusufs, alayhi salam. Und die erzogene Seele, die dazu gefunden hat, sich selbst zu kritisieren, ist bereits eine Stufe höher. Und nur darauf aufbauend, liebe Geschwister, gibt es den Zustand der beruhigten Seele. Wenn Allah Ta'ala im Koran davon spricht, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, O du beruhigte Seele, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, kehre zurück zu deinem Herrn mit Wohlgefallen. Allahs Wohlgefallen wird auf dir sein. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, und kehre ein unter meine Diener und kehre ein in meinen Paradiesgarten. Das heißt, diese Seelenruhe, liebe Geschwister, ist etwas, was wir erlangen nach einem harten Kampf mit uns selbst, aber die wir nicht bekommen können, wenn wir draußen konsumieren oder unseren Gelüsten freien Lauf lassen und versuchen uns von den Schuldgefühlen, die gegeben sind, wenn man die Gebote Allah Ta'alas betrachtet und sein eigenes Verhalten vergleicht damit, indem wir versuchen, von diesen Schuldgefühlen und damit von den moralischen Maßstäben und den Geboten Allah Ta'alas zu fliehen. Dadurch werden wir niemals glücklich. Und der Glückliche ist derjenige, der sich selbstständig auch kritisiert. Denn das bedeutet für ihn eine Weiterentwicklung. Und dafür, liebe Geschwister, ist insbesondere der Ramadan für uns auferlegt worden. Und die Prophetengefährten haben genau das verstanden. Abu Huraira beispielsweise, er zog sich mit seiner, im positiven Sinne, mit seiner Clique, ja, mit denjenigen, die mit ihm viel Zeit verbracht haben, um von ihm zu lernen und mit ihm gemeinsam Allah Ta'ala zu dienen und Gutes zu tun. Er pflegte im Ramadan generell sehr viel in der Moschee sich zurückzuziehen. Mit seiner Gruppe. Und danach gefragt, ja, warum bist du so viel in der Moschee? Wie gesagt, es waren nicht nur die letzten 10 Tage. Und wie gesagt, nicht nur die Nächte, sondern ja, jede Gelegenheit wurde von den Prophetengefährten genutzt. Und er sagte, um mein Fasten zu reinigen. Damit wir unser Fasten reinigen. Das heißt, er spricht davon, dass sein Fasten weniger rein wäre, wenn er nicht so oft in der Moschee wäre, sondern unterwegs in Medina, Al-Munawwara, wie sie benannt ist, der Erleuchteten. Ja? Also im Lichte Medinas gibt es nochmal Stufen des Fastens. Wie sieht es erst aus in den Dunkelheiten Frankfurts, liebe Geschwister? Das heißt, wir mögen, liebe Geschwister, diese wertvollen Sekunden, diese wertvollen Momente, diese wertvollen Gelegenheiten, danach Sehnsucht haben, richtig danach streben. Weil das, liebe Geschwister, ist unsere Olympiade. Das ist das, worauf wir Vorfreude haben und woran wir noch ein halbes Jahr später denken. Und wenn es ein halbes Jahr gibt, worauf wir warten können, was noch abzulaufen hat, wo wir anfangen, wieder Sehnsucht zu haben, auf dass wir dies erleben dürfen. Wo fängt diese Selbsterziehung an? Ich zitiere jüdische Gelehrte, die sagten aus dem Talmud, sie sagten, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn aus deinen Gedanken werden deine Worte. Und achte auf deine Worte, denn aus deinen Worten werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn aus deinen Taten werden deine
Gewohnheiten. Aus deinen Gewohnheiten, auf die du zu achten hast, wird dein Charakter, deine Gewohnheiten werden deinen Charakter prägen. Und dein Charakter, auf den du zu achten hast, der wird dein Schicksal bestimmen. Liebe Geschwister, ich möchte heute noch eine Hinzufügung für dieses von mir des Öfteren zitierten Wortes euch beisteuern. Nämlich eine Differenzierung von Ibn al-Qayyim, der die Gedanken nochmal in vier verschiedene Stufen eingeteilt hat. Ja, das ist also noch eine Erweiterung dessen. Er sagte, dass man die Geistesblitze zu filtern hat, zu kontrollieren hat. Was ist ein Geistesblitz? Das sind irgendwelche Dinge, die kommen einfach so in den Kopf. Irgendwelche, manchmal abstrusen Gedanken, verrückte Gedanken. Kommen einfach so in den Kopf. Man hat da keinerlei Macht darüber. Und Ibn al-Qayyim sagte, achte darauf, weise die Schlechten zurück, ja, filtere. Denn aus diesen Geistesblitzen können ansonsten Ideen werden. Ja, eine Idee ist da schon Gehirnpower drin, da ist schon Planung drin, da ist schon ein bewusster Akt, dass man aus einem Geistesblitz eine Idee entwickelt, da ist schon Bewusstsein mit dabei. Vorher hat man kein Bewusstsein und auch keine Verantwortung. Weil aus dem Geistesblitz eine Idee wird. Und achte auf deine Ideen, sagte er, weise das Schlechte davon zurück, denn aus den Ideen können Sehnsüchte werden. Ja? Das erste, die Geistesblitze, frei übersetzt, im Original Khawatir, ja, Khawatir im Arabischen. Und danach, ja, Al-Fikra, die Idee. Und aus der Idee, sagt er, kann eine Shahwa werden. Eine Leidenschaft, eine Begierde, eine Sehnsucht. Das heißt, die Sehnsucht, liebe Geschwister, die kehrt nicht einfach so in unser Herz ein. Wenn wir das Üble mögen, liebe Geschwister, dann ist das nicht einfach so in unser Herz reingekommen. Sondern vorher war ein Geistesblitz da und dann haben wir eine Idee daraus gemacht. Und weil die Idee länger in unserem Herzen verblieb, wurde auf einmal eine Sehnsucht daraus. Etwas, was man sich wünscht, was in Erfüllung geht. Und er sagte, achte auf deine Leidenschaften, auf deine Gelüste, Ash-Shahawat, denn daraus kann der feste Entschluss werden. Al-Azima oder Al-Himma. Und im Arabischen Al-Azima, da ist auch das Wort Energie mit drin. Ja? Der feste Entschluss. Und das ist die letzte Vorstufe, liebe Geschwister, zur Welt der Taten. Weil darauf aufbauend kommt nur noch die Tat. Danach gibt es keinen inneren Zustand mehr, außer dass man die Tat bereits erfüllt hat. Das heißt, wir sollen uns zurückziehen im Ramadan. Wovor hat sich Abu Huraira, radiallahu anhu, und die anderen Prophetengefährten und diejenigen, die ihnen folgten, zurückgezogen? Vom Halalmarkt in Medina. Vom Halalmarkt in Medina. Von einer Welt, wo man Adhan hörte und Koran aus den Häusern zu hören war und überall Qala Rasul und ja, Qala Allah zu hören war und man wunderbare Eindrücke hatte, subhanallah. Aber es geht noch reiner. Was hätten die Prophetengefährten in der heutigen Zeit gemacht? Wie hätten sie das umgesetzt? Wären sie mit ihren Tablets und Smartphones in die Moschee gekommen und hätten gesagt, ich bleibe einen Monat hier und dann den hier gemacht? Das heißt, im Ramadan gehört auch, dass man mal Pause macht vom Facebooken und WhatsAppen und was es alles da draußen gibt. Dass man sich zurückzieht vom Weltlichen. Und wir reden hier nicht über ist es halal oder haram, die Inhalte. Weil, wie gesagt, Abu Huraira sich nicht vom Haram zurückgezogen hat, weil draußen alles halal war. Aber es gibt Stufen, liebe Geschwister. Und wir haben einen Seelenauftrag. Und wir sind noch stärker herausgefordert und wir haben es noch mehr nötig als die Prophetengefährten damals. Dass wir, wie gesagt, einen reineren Ramadan anstreben mögen, als nur diesen oberflächlichen, dass wir nichts essen und nichts trinken tagsüber. Weil das ist der Anfang vom Ramadan, liebe Geschwister. Ja, das ist die niedrigste Liga, wie die geehrten Vorfahren festgehalten haben. Das ist das Mindeste an Ramadan, dass du diese, die, also,
diese Zeiten warst, wann du zu essen hast und wann nicht. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, ich möchte euch von einem weiteren Sozialexperiment erzählen. Vor knapp 50 Jahren gab es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein Experiment. Zwei Professoren, Rosenthal und Jakobsen, haben Lehrern in der Schule gesagt, dass die eine Gruppe, die eine Klasse voller Hochbegabten wäre und die andere Klasse durchschnittlich begabt ist oder nicht so stark begabt ist. So wurden die Lehrer informiert. Ja? Und sie meinten, dass das Tatsache ist. Dann ein Jahr später, circa, hat man sich die Noten der beiden Klassen angeschaut und miteinander verglichen und man hat auch einen IQ-Test machen lassen. Und was war das Ergebnis gewesen? Dass die Klasse, die als hochbegabt den Lehrern vorgestellt wurde, die hat viel bessere Noten gehabt und gleichzeitig schnitten sie viel besser beim IQ-Test ab. Und der ganze Witz bei der Geschichte war, dass gar keine Unterschiede zwischen den Klassen bestanden haben, sondern dass dieses Experiment lediglich herausfinden wollte, wie die Erwartungen der Lehrer die Leistungen der Schüler beeinflussen. Natürlich, das ärgert uns, weil wir alle kennen viele Geschichten, ja, die Negativerinnerungen, ja, an so eine Tatsache wecken und uns daran erinnern. Ja, ist bekannt. Und wir wissen, wie groß dieses Verbrechen eigentlich ist. Ja, dass manche aufgrund von Vorurteilen andere fördern, im Sinne von, ah ja, die sind ja von der und der Gruppe, die sind schlau, die sind ja sozial etc. würdig, die verdienen meine Aufmerksamkeit, die verdienen mein Wohlwollen, meine Motivation und die anderen, die sind sowieso schon so und so. Ja? Und das ist nachgewiesen in vielen Studien, ja, dass Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte leider auch davon leidtragend sind, von diesem Effekt und auch in dem hiesigen Land und europaweit sind wir ja zum Schlusslicht dazugehörend, wenn es darum geht, dass die soziale Herkunft, ja, darunter kann der Faktor der wirtschaftlichen Herkunft sein, aber auch punkto Migrationshintergrund fließt damit ein, beziehungsweise inwiefern die Eltern bereits einen hohen Bildungsabschluss hatten, ja oder nein. Und viele von uns sind deswegen mehrfach diskriminiert gewesen, systematisch. Gut, wir halten also fest, wie übel das ist und wir verstehen das, wir können das nachvollziehen. Wir selber sehen uns vielleicht in diesem Negativeffekt oder kennen andere, die von diesem Negativeffekt betroffen waren. Aber jetzt, nachdem ihr euch, Alhamdulillah, über die anderen gut aufregen konntet, kommen wir mal zu uns selber wieder. Jeder einzelne von uns vermittelt seinen Mitmenschen eventuell genau dasselbe. Und ich beziehe das jetzt und hier auf uns und im Speziellen auf den Ramadan und auf unsere religiösen Gemeinden. Wir haben also gerade gelernt, dass es eine schlimme Tat sein kann, mit schwerwiegenden Folgen von anderen zu meinen, dass sie zu bestimmten Leistungen nicht fähig sind. Und umgekehrt haben wir gelernt, was für wundervolle Effekte es haben kann, wenn man im anderen das Gute sieht. Und das hat dann tatsächlich in der Realität Manifestationen, also sichtbare Ergebnisse. Wozu möchte ich kommen, liebe Geschwister? Ich möchte zum Punkt kommen,
andere zu motivieren, beziehungsweise nicht zu motivieren, ist eine große Tat bei Allah Ta'ala. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man jemanden einlädt, dazu eine gute Sache zu machen, und er tut sie, dann bekommt der Einladende denselben Lohn wie derjenige, der die Tat vollzogen hat. Ohne, dass Allah Ta'ala irgendeinem dadurch weniger geben würde, weil Allah Ta'ala ist Al-Karim, ja? Al-Akram, großzügig und der Großzügigste. Ja? So viel bedeutet Motivation. Das heißt, wir mögen unsere Geschwister anschauen und diesen Blick haben, Subhanallah, der ist zu vielem fähig. Den möchte ich einladen zur Moschee, den möchte ich einladen, mit Verantwortung zu tragen, den möchte ich einladen zum Koran-Leselernkurs, den möchte ich einladen für diese und jene Veranstaltung, Bildungsveranstaltung oder Tat im Bereich der, sei es soziale Arbeit oder, ja, dass wir die Potenziale in uns erkennen und uns darauf aufbauend auch motivierend dem anderen gegenüber verhalten. Und nicht, dass wir denken, ah, guck, der hat doch dies und dies, doch das und ja, Astaghfirullah und die Umma, unsere Umma ist so schwach und dies und jenes. Dadurch machst du sie schwach mit diesem Denken. Sondern sei selber jemand, der motiviert. Und es kann ein Verbrechen sein, liebe Geschwister, bei Allah Ta'ala nicht zu motivieren. Allah Ta'ala leitet Surat Al-Ma'un damit ein, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Siehst du denjenigen, der den Tag des Gerichts leugnet? Und wie geht's weiter? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينَ. Das ist derjenige, der die Weise zurückstößt. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ. Und er motiviert nicht dazu, den Armen zu speisen. Er motiviert nicht dazu. Allah Ta'ala hat nicht gesagt, und er gibt kein Geld für die Bedürftigen und Armen aus, sondern Allah Ta'ala hat gesagt, und das ist eine Warnung an uns, er motiviert nicht, er ruft nicht dazu auf, den Armen zu speisen. Subhanallah. Und wir kennen auch den Vers im Koran. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ. Die tadelnden Worte in Surat Al-Fajr, ja, dass eine Gruppe nicht dazu auffordert, nicht motiviert die anderen dazu, den Armen zu speisen. Das heißt, wir mögen diesen Monat nutzen, andere auch zu motivieren und viele Einladungen für gute Taten weiterzureichen. Und was uns nicht daran hindern darf, ist dieser Effekt, dass wir vom anderen vorurteilsbeladen meinen, ach, der wird sowieso Nein sagen oder ach, der kann das sowieso nicht oder ach, der wird sich sowieso nie im Leben islamisch weiterentwickeln. Ja? Weil das, wie gesagt, liebe Geschwister, etwas ist, wovor Allah Ta'ala uns warnt. Wovor Allah Ta'ala uns warnt. Was ist eine schönere Art, andere zu motivieren, als wenn man selber mit gutem Beispiel vorangeht? Das ist die schönste Art und Weise, liebe Geschwister. Ich möchte die Zeit im Blick behaltend die nächsten Ausführungen etwas kürzen, ja, mit dem Bericht von tatsächlichen Ereignissen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam öffentlich hat Spenden sammeln lassen. Diese Hadithe sind in Bukhari verzeichnet, sind in Muslim verzeichnet. Er hat nicht gesagt, verschleiert euch und kommt mitten in der Nacht an den und den Ort und gebt die Spende anonym ab und sorgt ja dafür, dass ihr eure Spuren nach Hause wieder verwischt im Sand, dass niemand auch nur drauf kommen könnte, wer die Spende abgegeben hat. Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat öffentlich in bestimmten Situationen zum Spenden aufgefordert und zu anderen guten Taten aufgefordert. Das heißt, ja, wir versuchen Taten zu vollziehen, die kein Mensch sieht, um unsere Absicht zu schützen, aber es gibt andere viele Taten, die wir vollziehen mögen, liebe Geschwister, um anderen zu zeigen, dass Islam funktioniert und um andere zu motivieren. Und der Großgelehrte im Fiqh Ibn al-Arabi, wichtig, dass ihr euch das merkt, Ibn al-Arabi, weil es gibt noch einen anderen, die beiden wollen wir nicht miteinander verwechseln, er sagte, dass je nach Situation es geboten sein kann, öffentlich zu spenden. Wenn man sicher ist, dass man das nicht für die Augen der Menschen tut, wenn man andere motiviert und im Spezialfall des Spendens, liebe Geschwister, wenn der Empfänger nicht dadurch verletzt wird in seinem Stolz, ja, dass das irgendwie öffentlich vollzogen wurde. Aber diese Lektion können wir übertragen auf alle gute Taten, auch wenn kein Empfänger mit im Spiel ist. Das heißt, da, wo andere motiviert werden, Gutes zu tun,
Da geh mit gutem Beispiel voran und achte auf deine Absicht, dass du das nicht um der Menschen willen getan hast, und begleite dies durch andere Taten, die man auch heimlich tut, um eine gestreute Strategie in diesem Punkt zu haben, also dass man mehreres gleichzeitig tut, dass man auf mehrere Karten praktisch gleichzeitig setzt, wenn man das Gleichnis hier verwenden möchte und darf, auf dass wir, liebe Geschwister, einen tatenreichen Monat Ramadan haben, ja, motivieren wir andere und gehen selber auch mit bestem Beispiel voran. Gut. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Oh Allah, wir danken dir dafür, dass du uns so nah hast kommen lassen an den Ramadan. Wir bitten dich, oh Allah, bitte berufe unsere Seelen nicht ab, bis wir Eid gefeiert haben und du uns vergeben hast und wir die Laylatul Qadr erreicht haben. Oh Allah, bitte schenke uns deine Vergebung und schenke in unserem Herzen die Sehnsucht nach dem Gebet und den Willen für den Einsatz für die Umma, und befreie bitte die Gefangenen und schenke den Bekriegten Heimat und Selbstbestimmung und heile die Kranken, oh Allah, verheirate die Unverheirateten und schenke den sich Kindern wünschenden rechtschaffene, gesegnete Kinder. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.